Ja, vielen Dank, Thomas Klein. Vielen Dank und schön, dass Sie gekommen sind heute Morgen. Wir stellen unseren Gesetzentwurf vor, der nächste Woche in der ersten Lesung im Hessischen Landtag gelesen wird. Und das Thema ist für uns Gesundheitsversorgung für alle Menschen. Tatsächlich, wenn Sie die Nachrichten aufmerksam verfolgt haben, haben Sie vielleicht mitbekommen, dass vor 2 Tagen eine Studie veröffentlicht worden ist, dass Corona sozial Benachteiligte härter trifft als Menschen, die nicht so benachteiligt sind. Das ist eine Analyse der Uniklinik Düsseldorf mit der AOK. Und die erschreckendste Zahl, die ich dort gehört habe, ist, dass 84% der Sozialhilfeempfängerinnen mehr als Erwerbstätige an Corona erkranken. Also deutliche Beleg dieser Zahlen, dass soziale Benachteiligung stärker krank macht, mehr kränker macht, kann man so sagen. Das ist ja keine neue Information. Wir haben die Erfahrung, dass die Ungleichheit, die soziale Ungleichheit schon beim Wochenbett beginnt, schon bei der Betreuung nach der Geburt, bei der Geburt und hört bei Demenzkranken noch lange nicht auf. Wir wissen, dass arme Menschen 5 bis 8 Jahre früher sterben als andere Menschen. Das ist eine skandalöse Entwicklung, der wir einfach nicht zugucken wollen, sondern wir wollen gucken, welche Stellschrauben sind denn dafür verantwortlich, dass wir diese Entwicklung, zumindest dieser Entwicklung Einhalt gebieten können, wenn auch wir im Hessischen Landtag immer nur bestimmte Facetten dessen auch erreichen können. Eine Stellschraube ist sicher eine gute Krankenversicherung und diese ist trotz der Krankenversicherungspflicht immer noch nicht selbstverständlich. Wir haben bundesweit circa, und das Schätzungen gibt es leider keine klaren Zahlen, 800.000 Menschen, die nicht oder nur mit einer Notversorgung versorgt sind. Das heißt, die können nur ganz eingeschränkte Krankenversicherungsleistungen nutzen. Ja, das, wie gesagt, auf Bundesebene wurde sich ja bemüht, ein Gesetz zu schaffen und auch die Schulden, die manche angehäuft haben bei den Beiträgen, zu verringern. Allerdings ist das immer noch ein großes Problem bei der Krankenversicherung. Es gibt viele Menschen, die keinen Krankenversicherungsschutz haben, weil sie immer noch bei der Krankenversicherung verschuldet sind, weil sie nicht in der Lage sind, die Beiträge zu zahlen. Das ist ein großer Anteil der Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt versichert sind oder zum Beispiel nur bei der privaten Versicherung einen Notlagentarif haben. Und wenn ich dann sehe, dass die Zinsen 1% pro Monat sind, dann kann man sich auch ausrechnen, dass man von diesem Schuldenberg dann meistens auch gar nicht mehr runterkommt. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen, das sind Menschen, die vorher selbstständig waren, das sind Witwen von Privatversicherten, die gar nicht wissen, dass sie nach dem Tod ihres Mannes, also häufig ist es so, dass es Frauen trifft, nach ihrem Mannes dann wieder sich krankenversichern müssen. Das sind Menschen, die vorher privatversichert sind, das sind Menschen, die ohne Grundversicherungsbezug sind, dazu gehören viele Menschen aus dem EU-Ausland, die gar nicht wissen, dass sie sich auch eine Krankenversicherung besorgen müssen. Es gibt Menschen, die aus dem Ausland wieder zuziehen, die eigentlich Deutsche sind, die hier vorher gewohnt haben und dann auch keine Krankenversicherung haben. Und es gibt die Menschen, die keine Papiere haben, die hier keinen Aufenthaltsstatus haben. Das ist sicher eine große Gruppe, zu der auch Frau Sönnes sicher noch einmal bei Fragen sie besser informieren kann als ich. Und es gibt natürlich auch noch die Asylsuchenden, die in den ersten 15 Monaten einen eingeschränkten Krankenversicherungsschutz hat. Also es sind eine ganze Menge Gruppen, die es trifft. Und Herr Dr. Trabert und Frau Heilus werden sicher dazu den Konsequenzen dieser Nichtversicherung Ihnen nochmal deutlicher Beispiele geben und das deutlich machen, was das bedeutet. Für uns als Linke ist Grundgesundheit ein
Teil der Daseinsfürsorge. Dieser muss für alle gleichermaßen gelten. Und eine schlechte Versorgung oder eine ungerechte, unklare Versorgung widerspricht dem Artikel 1 des Grundgesetzes, weil nicht versorgte, unversorgte Menschen, deren Würde ist deutlich angetastet. Und wir sehen uns auch in diesem Sinne diesen Gesetzentwurf, dass wir auch der Frage der Würde des Menschen dadurch gerecht werden wollen. Unser Gesetzentwurf besteht aus zwei Teilen. Das eine sind Clearingstellen, die klären und die beraten sollen, wie der Versicherungsschutz der Menschen aussieht. Und glücklicherweise gibt es ja in Rheinland-Pfalz schon diese Erfahrungen und auch in anderen Ländern wie in Thüringen schon Clearingstellen, wo die Erfahrung kommt, dass doch ein ganzer großer Teil an Menschen durchaus einen Versicherungsschutz haben, auch wenn das eine sehr, sehr mühselige und sehr hochkomplizierte Sache ist, diesen Versicherungsschutz zu klären. Deswegen ist es notwendig, dass diese Clearingstellen vor Ort sind und dass sie gut begleitet werden durch eine Landesclearingstelle, die ihnen auch hilft, diese schwierige Materie zu bearbeiten. Der zweite Teil, wichtige Teil dieses Gesetzentwurfs, ist der Behandlungsfonds, weil wir werden immer noch einen guten Teil von Menschen haben, die nicht versichert sind. Und über diesen Behandlungsfonds sollen die Kosten für Nichtversicherte übernehmen. Und auch der soll in Vorlage gehen für Menschen, wo es noch nicht klar ist, dass die Versicherung vielleicht zahlen kann. Der soll vom Landesetat mit 5 Millionen pro Jahr gesteuert werden. Wir hoffen und wir sehen es notwendig, dass es einen Beirat gibt und eine Evaluation dazu, um zu sehen, ob das Geld ausreichend und wie es am besten organisiert und verteilt werden kann. Ich denke, dass ist so kurz zu unserem Gesetzesentwurf. Wir hoffen, dass sie eine hohe Aufmerksamkeit bekommt, dieser Vorstoß, der sicher jetzt kein neuer ist. Es gibt in vielen Bundesländern ähnliche, teilweise solche Ideen, Vorstellungen oder Maßnahmen, aber dringend erforderlich im Interesse der Betroffenen. Und wir haben diese Initiative gestartet, weil wir gesehen haben, dass es so viele Stellen inzwischen in Hessen gibt, die sagen, es ist notwendig, wir müssen einfach vor Ort was tun, weil sonst sterben uns die Leute auf der Straße. Das ist wirklich jetzt, hört sich jetzt dramatisch an, aber es ist so dramatisch. Und wir haben es auch selbst hier erlebt, dass Menschen auf der Straße sterben, wenn sie keine Gesundheitsversorgung haben. Und ich bin wirklich allen Organisationen sehr, sehr dankbar, die sich hierfür engagieren. Und herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie hier aktiv sind und uns auch bei der Entwicklung unseres Gesetzesentwurfs durchaus unterstützt haben, den wir auch mit anderen Stellen beraten haben. Und die uns da Informationen dazu gegeben haben und auch nochmal die Dringlichkeit uns deutlich gemacht haben, dass wir unbedingt in Hessen da ein Stück weiterkommen müssen, dass das nicht mehr auf dieser fast nur ehrenamtlichen Basis verläuft, sondern dass es wirklich auch in einer professionellen, ordentlichen Weise passieren kann, dass diese Initiativen unterstützt werden und dass Menschen die Möglichkeit haben auf eine ordentliche Krankenversorgung. Und da bedanke ich mich auch bei allen, die jetzt mitgewirkt haben. Frau Sönnwers habe ich gerade schon erwähnt, aber auch unsere Referenten, Thomas Völker, Milena Hildebrand. Ich denke, wir haben hier einen guten Kontakt mit vielen anderen auch eine gute Sache gemacht. Und ich hoffe, dass das auch im Landtag tatsächlich so geschätzt wird. Dankeschön. Und Herr Dr. Trabert, Sie würde ich jetzt sozusagen auch Inspirator unseres Gesetzentwurfs bitten, dem zu folgen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir als Verein Armut und Gesundheit, wir machen ja diese Tätigkeit schon fast 20 Jahre. In den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt kann man sagen, wird es immer deutlicher, dass viele Menschen, und das denke ich ist wirklich wichtig, was Sie ja auch schon angesprochen haben, nicht mehr zu ihrem Recht einer Versicherung und einer Gesundheitsversorgung kommen, weil es immer mehr Defizite in dieser Versorgungsstruktur gibt. Wir haben dann gemeinsam mit anderen Initiativen in Rheinland-Pfalz, mit Medinetz Koblenz und Mainz, mit der Caritas Worms, mit den Straßendocks in Ludwigshafen,
zusammen einen Antrag gestellt im Rheinland-Pfälzischen Landtag über verschiedene Parteikontakte. Und wir haben dann als Trägerverein am 1. September letzten Jahres eine 1,5 Stelle finanziert bekommen, leider ohne Gesundheits- oder Behandlungsfonds, da sage ich gleich noch was dazu. Es ist wirklich so wichtig, Menschen, die zu uns kommen, die bei uns leben, rechtskonform zu beraten. Das ist eine ganz gravierende Erfahrung von uns, dass Krankenkassen, dass Sozialämter, dass Jobzentren nicht rechtskonform beraten. Mir ist nicht ganz klar, ob Sie nicht wissen, in dieser Komplexität der Gesetze, dass die Menschen Ansprüche haben auf eine Wiederaufnahme in einer Krankenkasse oder dass sie nie wirklich aus dieser Krankenkasse ausgeschieden waren oder ob das System hat. Ganz kurz zu den Krankenkassen. Für mich müssten Krankenkassen proaktiv, zum Beispiel bei Beitragsschulden, auf die Versicherten zugehen und Alternativen anbieten. Das tun sie häufig nicht. In diese Richtung geht auch leider eine Erfahrung, die jetzt gerade vor wenigen Tagen von der Unabhängigen Patientenberatung Deutschlands in ihrer Bilanz 2019 in einem anderen Kontext, da geht es um Widerspruchsverfahren gegen Entscheidungen der Krankenkassen, bestätigt wird. Krankenkassen verhalten sich hier nicht rechtskonform. Das wird ganz deutlich auch in dieser Studie vermittelt. Also das ist mir schon mal wichtig, dass hier wirklich Beratungs-, Begleitungs-, Unterstützungsinitiativen ihrem Auftrag meines Erachtens nicht gerecht werden. Was ist unsere Erfahrung? Unsere Erfahrung ist, dass immer mehr Menschen scheinbar aus diesem sozialen Netz oder durch dieses soziale Netz, das immer grobmaschiger in unserem Land hier wird, hindurchfallen. Sie haben das schon gesagt, zu uns kommt der Privatversicherte, der die Beiträge nicht mehr leisten kann. Ab dem 55. Lebensjahr können Sie auch nicht mehr zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Das mag Gründe haben, die möchte ich jetzt gar nicht vertiefen. Aber ich glaube auch, dass genau jetzt in dieser Phase, wo viele Selbstständige, wo viele Kleinunternehmen in eine wirtschaftliche Notsituation kommen, dass genau jetzt auch dann wieder dieses Thema, kann ich denn die Beiträge noch zahlen, ein gravierendes Problem darstellen wird. Und Sie haben es auch schon angedeutet, es gibt auch bei Privatversicherten die Möglichkeit, in einen Basistarif und in einen Notlagentarif zu kommen. Der Basistarif, das ist ein Tarif, der alle Leistungen noch beinhaltet, aber adäquat einer gesetzlichen Versicherung. Und genau darüber wird wenig informiert. Sie müssen Ihre Bedürftigkeit nachweisen können und dann können Sie den, ungefähr liegt er bei 600, 650 Euro, den Monatsbeitrag eines Privatversicherten bis auf ungefähr 200 Euro senken. Darüber wird selten informiert. Was private Krankenkassen häufig machen, sie bieten den Notlagentarif an. Und der Notlagentarif beinhaltet aber nur die Versorgung bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen. Und das ist, finde ich, ein Skandal. Das muss nicht sein. Der liegt bei ungefähr 150 Euro. Auch da vielleicht ganz kurz eine Bemerkung. Ich finde es auch nicht mit den Menschenrechten vereinbar, dass geflüchtete Menschen auch diesen eingeschränkten Versichertenschutz haben. Auch da heißt es nur akute Erkrankungen und Schmerzzustände. Warum? Was mache ich als Arzt mit einem chronisch kranken Menschen, der aus Syrien geflohen ist, der Diabetiker ist? Muss ich warten, bis das zu einer akuten Notsituation wird? Also da gibt es in unseren Versorgungsstrukturen meines Erachtens gravierende Lücken. Zu uns kommt der wohnungslose Patient, der auch Anrecht hat auf eine Versicherung. Zu uns kommt der EU-Bürger, der nach Deutschland gekommen ist, um eine Arbeit zu finden. Und wenn er kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis hat, dann hat er keinen Anspruch auf eine Krankenversicherung. Also da ist eine Reintegration überhaupt nicht möglich, weil hier auf EU-Ebene versagt wurde, hier ein soziales Netz einzuführen.
Wir haben seit dem 1. September 219 Beratungen bis April diesen Jahres durchgeführt und wir konnten mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 40%, exakt 41% der Menschen wieder reintegrieren in eine Krankenkasse, beziehungsweise wir konnten durch Verhandlungen, durch Gespräche, durch Informationen erreichen, dass die Krankenkassen akzeptiert haben, derjenige ist überhaupt nicht aus der Krankenkasse ausgeschieden. Ja, da ist häufig auch so ein Prozedere, dass man sagt, zahlen Sie erst Ihre Beitragsschulden, die liegen vielleicht bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro und dann versichern wir sie wieder. Das ist natürlich Nonsens. Derjenige ist weiterhin krankenversichert, man muss dann eine Ratenzahlung vereinbaren. Das ist so ein kleines Detail. Also wir haben eine sehr hohe Quote meines Erachtens, was eben auch unter ökonomischen Gesichtspunkten natürlich etwas ganz Relevantes ist, Menschen wieder ins System zu reintegrieren. Es geht nicht nur um Humanität, sondern es geht dann auch, dass diese Menschen im System dann auch versorgt werden und die Leistungen bezahlt werden. Wir haben am häufigsten deutsche Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, über 50%, aber wir haben auch sehr viele Menschen aus dem osteuropäischen Ausland. Wie gesagt, das sind viele Empfänger, die versuchen Arbeit zu bekommen und hier keinen Job finden. Wir haben illegalisierte Menschen, die zu uns kommen. Wir haben auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Da geht es dann eben auch um das Problem, dass nicht alle Erkrankungen wirklich adäquat versorgt werden. Ja, das ist so ein Überblick. Sie können ja auch gleich noch im Detail nachfragen. Ich habe Ihnen auch eine PowerPoint hier mitgebracht von unseren Kolleginnen und Kollegen. Da können Sie auch noch mal statistisches Material nachlesen. Wir empfinden diese Einführung einer Clearingstelle als dringend notwendig in allen Bundesländern. Ja, das ist eine Hilfe, eine gravierende Hilfe für Menschen, gerade in extremen Notsituationen. Und es darf einfach nicht sein, ganz kurz zum Schluss ein Beispiel, wir hatten einen rumänischen Patienten, der schon 20 Jahre in Deutschland gelebt hat, verschiedene Arbeiten getätigt hat, leider häufig auch von Arbeitgebern durch Schwarzarbeit und er wusste überhaupt nicht, dass er nicht angemeldet ist, ausgenutzt wurde. Dann wird bei diesem Mann ein Lungenkarzinom festgestellt, Lungenkrebs. Dann bekomme ich einen Anruf aus der Klinik, können Sie sich von Armut und Gesundheit um diesen Patienten kümmern? Und ich sage, ja wie, der Lungenkrebs, der muss jetzt behandelt werden, vielleicht operiert, Chemotherapie, Bestrahlung. Nein, der ist ja nicht krankenversichert, das können wir nicht leisten. Dann haben wir auf Kosten des Vereins eine histologische Untersuchung durchgeführt. Es kam heraus, dass er ein großzelliges Lungenkarzinom hat. Jetzt muss man wissen, die kann man häufig operieren. Dann haben wir gesagt, okay, wer übernimmt die Kosten für die Operation? Langes hin und her, bis sich dann die Uniklinik in Mainz bereit erklärt hat, okay, wir übernehmen die Kosten. Das hat so lange gedauert, dass er dann bei der Vorstellung in der Thoraxchirurgie bei einem Screening erfahren musste, dass er jetzt auch Knochenmetastasen hat. Das heißt, diese Operation war nicht mehr möglich. Dann ging es um eine palliative Versorgung. Da ging es auch wieder darum, wer übernimmt die Kosten. Niemand wollte die Kosten übernehmen. Auch das hat gedauert. Letztendlich ist der Mann dann in einem Wohnheim verstorben. Und was mich besonders dann noch betroffen gemacht hat, bei der Beerdigung waren wir vor der Kapelle, obwohl er christlich-orthodox gläubig war. Ich habe gefragt, warum sind wir vor der Kapelle? Weil das in der Kapelle wieder Geld gekostet hätte. Also im Tod auch noch ausgegrenzt. Und das ist kein Einzelfall, dass diese Unklarheit, dieses nicht versichert zu sein, auch dazu führt, dass Menschen nicht rechtzeitig behandelt werden und dass sie dadurch früher sterben oder überhaupt sterben. Deshalb muss es so etwas geben. Und das letzte Wort dazu, ich würde mir wünschen, ich persönlich bin in keiner Partei, ich würde mir wünschen, dass hier nicht wieder geguckt wird, welche Partei bringt irgendwelchen Vorschlag und dann muss das was Schlechtes sein, dann muss ich das ablehnen, sondern dass man hier mal Betroffenen zentriert, Klienten zentriert schaut. Und dieser Vorschlag ist gut, ist wichtig und dass alle Parteien
im Sinne der Menschen entscheiden, dass so eine Clearingstelle auch in Hessen jetzt endlich implementiert wird. Ja, vielen Dank, Professor Trabert. Damit ja. Ja, guten Morgen nochmal, Edith Heilus. Ich komme aus Offenbach und bin die Projektleitung der Straßenambulanz in Offenbach. Uns gibt es noch nicht so lange wie Armut und Gesundheit, aber wir sind seit 2018 aktiv und wir haben eine kleine Geschichte dazu. Wir waren nämlich vorher im EHAB-Projekt unterwegs und haben aufsuchend Menschen aus Südosteuropa angesprochen und haben versucht, denen das System hier in Deutschland zu erklären, wie muss ich mich hier anmelden, wie ist das mit der Krankenversicherung, also das war eigentlich so eine Vorleistung und in dieser Arbeit haben wir eben festgestellt, dass es eine ganze Reihe von diesen südosteuropäischen Menschen gibt, die nicht in der Versicherung sind, in der Krankenversicherung und das hat uns dazu bewogen, selber aktiv zu werden in diesem Bereich und wir konnten so dank der Scala-Initiative seit 2018 eben dieses Projekt starten und ich möchte heute einfach die Gelegenheit nutzen, Ihnen das auch mal so ein bisschen zu schildern, wie sieht das denn konkret aus? Und wenn wir jetzt gerade bei diesen Menschen aus Südosteuropa bleiben, die leben teilweise hier in sehr prekären Wohnverhältnissen, die teilen sich ein Zimmer mit vier anderen Personen und zahlen für das Bett 300 Euro pro Monat. Häufig ist Arbeitgeber und Vermieter in einer Hand. Es wird die Miete, das wird entweder vom Lohn einbehalten oder es wird so bar gezahlt. Also da geht es schon los, dass die Menschen überhaupt keine Rechte haben. Es gibt aber auch natürlich andere Menschen, die Durchwanderer, die wir eben antreffen, auch in der Teestube der Diakonie. Da ist Kurzzeitübernachtung möglich oder auch ein längeres Übergangswohnen. Und natürlich auch die Menschen, die so Couchhopping betreiben. Das ist mal ein Moment bei dem Freund, ein Moment beim nächsten Freund. Aber auch diejenigen, die irgendwo in einem Verschlag hinter Supermärkten hausen oder sich im Wald irgendwo ein Zelt aufgebaut haben, unter der Brücke oder am Main oder wo auch immer. Also das ist ganz real, das gibt es hier in Deutschland. Ja, und unsere Aufgabe ist es eben, diese Menschen aufzusuchen, mit ihnen in Kontakt zu treten, denn das ist der erste Schritt. Viele haben Angst, viele fürchten auch, dass sie Nachteile haben und da steht in erster Linie erstmal auch der Beziehungsaufbau, sich bekannt zu machen, zu erklären, zu sagen, wo können wir sie unterstützen und eben gerade dann, wenn es auch gesundheitliche Probleme gibt, dass wir hier unterstützen. Warum sind die Menschen nicht krankenversichert? Ja, das kann natürlich auch Deutsche treffen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die dann durch weitere Umstände das nicht auf die Reihe bekommen, sich um einen Anschluss zu kümmern. Bei den Südosteuropäern sind es sehr häufig auch falsche Informationen aus der Community, wo einfach das Wissen nicht richtig weitergegeben wird oder auch sonstige personelle Einbrüche. Die Menschen werden schon notversorgt, das läuft schon in Arztpraxen, auch im Krankenhaus. Wir leisten auch unseren Beitrag oder auch hier bei uns in Offenbach ist es die Malteser-Praxis für Menschen ohne Krankenversicherung. Aber das kann man sich nicht so einfach vorstellen, weil es sind ja häufig die sprachlichen und kulturellen Hemmnisse da, also dass die Menschen überhaupt nicht verstehen, was habe ich denn jetzt überhaupt oder was soll ich jetzt machen oder die Folgebehandlung, da fehlt es schon am Geld für die Rezeptgebühr. Und so ist natürlich von vornherein auch schon der Erfolg des Arztbesuches in Frage gestellt. Und dann kommen natürlich auch, das erleben wir häufig bei den schwangeren Frauen, die dann Arztrechnungen bekommen, die können sie nicht begleichen, aber
irgendwann mal wird auch das Kind zur Welt kommen. Das ja, liegt ja auch in der Natur der Sache. Ja, und wir stellen halt häufig fest, dass Frauen oder die schwangeren Frauen gar keine Vorsorgeuntersuchungen gemacht haben. Und wir versuchen dann eben weiter zu vermitteln über die Malteser-Praxis, die dann wiederum in Kontakt stehen mit Fachärzten, die das eben auch auf ehrenamtlicher Basis durchführen. Ne? Das ist immer auch dieses Entgegenkommen und die Möglichkeiten, die da geschaffen werden, dass zumindest mal das Notdürftigste gemacht wird. Und dann ist natürlich, das Kind wird geboren, Krankenhäuser müssen aufnehmen und danach ist natürlich die große Rechnung da und keiner fühlt sich zuständig und für ein neues Lebewesen, das in die Welt kommt und für seine Mutter in den schwierigen Umständen ist das natürlich sehr belastend. Und dann geht es natürlich auch noch weiter. Kinder müssen zu den Vorsorgeuntersuchungen, auch beim Arzt, die kinderärztlichen Untersuchungen. Da fängt das Leben ja erst an. Ja? Und da hapert es dann natürlich hinten und vorne. Ja, aber auch bei den Erwachsenen, wo jetzt, Sie haben das angesprochen, diese Problematik bei diesem Patienten. Wir haben im Moment auch Kontakt mit einem Patienten, der in einer TBC-Nachsorge ist. Und eigentlich müsste man sagen, okay, am besten wäre jetzt, die Person kommt jetzt in eine Reha und kann dort richtig genesen. Nein, das funktioniert nicht. Der Mann wohnt unter ganz widrigen Bedingungen. Wir haben ihn also sehr unterstützt und unsere Krankenschwestern waren sehr oft bei ihm und ja, haben ihn versorgt, auch mit Medikamenten. Das war in Kooperation mit dem Offenbacher Gesundheitsamt. Aber in diesen widrigen Umständen, in denen er lebt, ja, kann er nicht genesen. Er ist jetzt leider wieder im Krankenhaus und ja, wir kämpfen da einfach drum, dass er nach der Entlassung, dass es da einfach in andere Bahnen gelenkt wird und er eben auch richtig gesund werden kann. Das war übrigens eine Person, die schon seit mehreren Jahren hier in Deutschland ist und die nicht gewusst hat, was erforderlich ist an Krankenversicherung, hat also immer nur in prekären Beschäftigungsverhältnissen gearbeitet. Er ist ausgenutzt worden und hat auch immer wieder von seiner Community erfahren, das steht dir nicht zu, das kannst du nicht haben. Und es ist ein Mensch, der eigentlich nur ganz normal hier leben und arbeiten möchte und seine Kraft hier einbringen möchte. Und das ist bei ihm nicht gelungen. Ja. Wenn ich jetzt nochmal auf die Menschengruppe zu sprechen komme, die der Obdachlosen, das sind häufig auch Deutsche, das sind Menschen, die eben aus ihrem Leben aus verschiedenen Gründen herausgebrochen sind. Das ist natürlich auch für die sehr schwierig zu landen in einer Arztpraxis, so in dem Zustand, in dem sie auch auftreten. Und hier unterstützen wir auch, indem wir eben auch das ermöglichen, dass das Körperpflege stattfinden kann, dass die überhaupt in eine Praxis gehen können, sei es jetzt in eine niedergelassene oder auch eben zu den Maltesern in die Praxis oder auch ins Krankenhaus. Also da ist auch im Vorfeld richtig viel Arbeit erforderlich, um hier überhaupt einen Zugang zu schaffen. Und die Menschen, die schämen sich, die spüren das an sich, ich bin dreckig, ich bin das nicht wert. Und wir versuchen eben durch unsere Arbeit den Menschen auch ihre Würde zurückzugeben, und die fängt einfach damit an, dass ich frische Kleidung habe, dass ich gewaschen bin und dass ich auch wieder anderen ins Angesicht treten kann. Ja, ein großes Thema sehen wir bei Menschen ohne Obdach, wenn sie alt werden. Das ist hier schon angeklungen. Wir haben aber auch sehr viele Menschen mit psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen. Und das erfordert sehr viel Geduld,
immer wieder auf die Menschen zugehen, immer wieder neu auch das wagen, um eben zu vermeiden, dass da eine völlige Verwahrlosung eintritt. Ähnlich ist es auch bei Menschen mit Suchterkrankungen. Ja, was wichtig ist und was deutlich ist, die Arbeit mit dieser Zielgruppe ist sehr, sehr zeitaufwendig. Also das ist nicht so, das ist toll, wenn es eine Clearingstelle gibt und ich auch Informationen einholen kann, aber dann auch diesen Prozess der Begleitung, der erfordert ganz viel, ja, auch Zeit und ganz viel Kontakt mit den Menschen, dass die ja, da auch mitziehen können. Wir hatten einen Fall, da ist es gelungen, aber dieser Prozess hat ein Vierteljahr gedauert, bis die Papiere alle zusammen waren. Und es ist deshalb auch gelungen, weil die Person hier in Deutschland auch gearbeitet hat und man konnte doch an diese Stelle wieder anknüpfen. Wenn das aber jetzt Menschen sind, die sich schon seit Jahren hier aufhalten und eigentlich nie hier richtig gemeldet waren, aber trotzdem auf unseren Baustellen hier im Rhein-Main-Gebiet ihre Arbeitskraft verbraucht haben. Und für die ist es dann eigentlich eine Strafe, wieder ins Krankenversicherungssystem zu kommen, weil die erstmal dieser hohe Schuldenberg erwartet. Und da muss eben aufgeklärt werden, um eben auch Wege zu finden, sondern ja, da gibt es Möglichkeiten, das alles wieder, ja, einfach in diesem normalen und geregelten System erfolgt. So gesehen ja, finden wir schon auch eine Clearingstelle sehr hilfreich, aber es muss noch viel weiter vorher angesetzt werden, nämlich in der Begleitung und Unterstützung der Menschen. Und wir sind in Kontakt mit einem ja, regionalen Netzwerk im Gebiet Rhein-Main-Neckar-Saale und stehen in Kontakt mit sehr vielen Straßenambulanzen. Und wir haben eigentlich alle das gleiche Thema, dass vieles auf ehrenamtlicher Basis läuft. Und das ist eine tolle Arbeit, eine richtig gute Arbeit. Aber jeder muss an seiner Stelle auch suchen, wie kommen wir weiter, wie können wir unsere Arbeit fortsetzen. Uns geht es ähnlich. Also unser Projekt endet dann im September 2021 und wir müssen jetzt auch uns anstrengen und schauen, was haben wir für Möglichkeiten, dann auch weiter fortzubestehen. Ja, wichtig ist weiterhin Aufklärung. Und ja, die sollte eigentlich ganz früh beginnen. Wir überlegen auch manchmal, wenn ich mich irgendwo polizeilich melden muss, dann muss ich die Mietbescheinigung meines Vermieters vorlegen. Also warum nicht auch, dass gerade bei der Anmeldung auch diese Versicherungsfrage schon gestellt wird, dass man auch von Anfang an auch die Menschen damit konfrontiert, wie wichtig das ist. Ja, also da gibt es eigentlich an ganz vielen Stellen ja, Aufgaben, das weiter zu betreiben und die Menschen einfach auch zu ihrem Recht zu verhelfen von Anfang an.